Und in Berlin begrüße ich jetzt via Skype einen Wissenschaftler, der das heute oft zitierte Gutachten der Leopoldina mitverfasst hat. Professor Karl-Ulrich Mayer vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. In welchen Bereichen des öffentlichen Lebens können Sie sich denn eine Öffnung und ein Ende der Beschränkungen am ehesten vorstellen? Die Leopoldina hat ja vier klare Voraussetzungen genannt. Bessere regional differenzierte und repräsentative Daten, stabil niedrige Neuinfektionen, die Akzeptanz weiterhin und entsprechend genügend Klinikkapazitäten auch für Krankheiten, Nicht-Covid-19-Krankheiten. Auf der Basis gibt es eine Reihe von Öffnungsmöglichkeiten unter der Voraussetzung, dass das Ansteckungsrisiko nicht geringer wird. Die sind ganz ähnlich wie diejenigen, die Frau Göring-Eckardt genannt hat. Das können Läden sein. Es ist wenig einsehbar, dass der Gartenbau, dass man da in Gartenbau gehen darf, aber in Blumenläden nicht. Also überall dort, wo gesichert werden kann, dass die entsprechenden Abstände und die entsprechenden Regeln eingehalten werden kann gelockert werden. Das könnten also Läden sein. Ich denke, das könnten auch Behörden sein unter bestimmten Maßgaben. Schwieriger sicher in Gaststätten, aber unter bestimmten Voraussetzungen ist es auch. Und die Leopoldina-Stellungnahme spricht auch von Dienst- und Privatreisen. Nämlich dann, wenn sie mit effektivem Mund- und Nasenschutz verbunden sind. Wann könnten Schulen zum Alltag zurückkehren? Also weniger schnell, als sich das jetzt offensichtlich die Annahme war. Schon die organisatorischen Voraussetzungen sind ja außerordentlich komplex. Die Leopoldina-Stellungnahme hat gesagt, man kann mit Teilen der Schülerpopulation beginnen, hat vorgeschlagen, zu beginnen mit der Übergangsklasse in weiterführende Schulen in der Grundschule, dann weitere Grundschulklassen und dann Sekundarstufe 1. Was man hier sehen muss, ist, dass es eben unterschiedliche Bewertungskriterien gibt. Es gibt die Belastung der Familien, es gibt unterschiedliche Altersgruppen, für die ist die Schule unterschiedlich wichtig. Es gibt auch unterschiedliche Fähigkeiten des selbstständigen digitalen Lernens. Wenn man dies alles zusammennimmt, ist daraus die Empfehlung geworden. Naja, es ist ja so ein bisschen die Frage, will man eher die Jüngeren in die Schule schicken, damit deren Eltern wieder arbeiten können? Oder will man eher die Älteren in die Schule schicken, weil zum Beispiel ein Schulabschluss im Moment wichtiger ist als ein Zwischenzeugnis? Also, alle Übergänge sind wichtig. Das gilt übrigens auch für Lehrlingsabschlüsse und ähnliche Dinge. Aber auch insbesondere die Übergänge von der Grundschule in die weiterführenden Schulen. Es sind eben, wie ich gesagt hatte, mehrere Kriterien. Ich denke, für die Grundschüler ist die Betreuungsfunktion der Schule besonders wichtig. Da kann man auch schon mit einem gewissen sozusagen Verhaltensmöglichkeiten rechnen, etwa des Abstands halten. Die Stellungnahme hat er empfohlen, die Klassengrößen deutlich zu reduzieren, die Lerngruppen und Lehrer konstant zu halten. Unter all diesen Bedingungen macht das Sinn, mit den Grundschülern anzufangen. Nun sind ja die meisten Kollegien in deutschen Schulen ziemlich alt. Wie will man denn ein Drittel der Lehrerinnen und Lehrer vor ihren Schülern schützen? Naja, also völlig unabhängig davon zeichnen sich ja Schulen und Kitas dadurch aus, dass sie potenzielle Ansteckungsherde sind, ohne dass die Kinder sozusagen von Krankheit bedroht sind. Also insofern muss man hier ganz besonders aufpassen. Und das kann man aber mit bestimmten räumlichen Vorkehrungen durchaus tun. Wenn wir sagen, ein Drittel aller Lehrerinnen und Lehrer sind im gefährdeten Alter und würden möglicherweise gar nicht den Unterricht weiter wahrnehmen können oder vielleicht wollen, was bedeutet das dann für die Jüngeren?
Nein, nein, also die Übertragungschancen betreffen ja nicht nur die Lehrer. Die betreffen auch die Eltern, wenn von anderen Kindern übertragen wird. Das betrifft auch andere Leute. Also das ist gar nicht so unterschiedlich. Was halten Sie denn von der Lösung bisherige Durchschnittsnoten statt Abschlussprüfungen? Also dazu äußert sich die Stellungnahme nicht. Ich persönlich halte da wenig davon. Ich sehe eigentlich keinen Grund, warum nicht aufgrund der bisherigen schulischen Leistungen nicht auch differenzierte Noten gegeben werden können. Aber ich habe interessanterweise gerade heute gesehen, dass in meiner alten Alma Mater, der Yale University, empfohlen wird, dass es nur noch Pass-Fail, also durchgekommen, nicht bestanden gibt für die Universitätskurse. Also insofern gibt es wenigstens Bereiche, wo dem schon gefolgt wird. Sagt Professor Mayer vom Max-Planck-Institut. Danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen.